Ich finde schön, dass sie die Welt von San Andreas erweitert haben mit ihren Maps, die total sauber gemacht sind. Ja, die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Also da ist echt sehr cool. Wobei man leider bemängeln muss, dass manche Airports einfach nicht dafür ausgelegt sind, dass zum Beispiel zwei gleichzeitig landen. Oder dass man da überhaupt landen kann. Habe ich manchmal so das Gefühl. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich auf Helipads landen darf. Oha, ist ja schon hart. Und das mit der AT oder so? Ja. Ist super. Ja, ist zum Teil echt nicht einfach. Also Leute, das ist echt zum Teil eine harte Nummer, was hier so abgeht. Aber es fordert. Definitiv, also das wird so schnell nicht langweilig, bis man alle Airports kennt und weiß, wo man anfliegen muss, weil ich habe nie irgendeine Ahnung, wo ich anfliegen muss. Hier nochmal das schön weggemappte Dai Stadion. Bei den Carriern geht das bei mir jetzt schon. Also ich muss ja immer so zwischen den Carriern und Airports wechseln. Ja, aber alle und Airports wird schwierig. Da ist klar, wo ich anfliegen muss. So, sagt mir der Typ eigentlich, ob ich hoch genug fliege oder so? Gibt es hier irgendwelche Vorgaben? Ich weiß nicht. Sollten wir mal die Regeln der Airline durchlesen. Interessiert mich irgendwie nicht, ob es Höhenvorgaben gibt. Weil ich immer kopfüber durch die Welt fliege. Ich sollte es vielleicht nicht tun, während der Staff Pilot Sergeant dabei ist. Staff Pilot Sergeant? Ja, Staff Pilot Sergeant, yes. Ey, Gott. SPS. Aber sollte ich vielleicht nicht tun, wenn der dann so am Prüfen ist und ich dann da irgendwelche komischen Dinger drehe. Please. Wäre vielleicht uncool. So langsam läuft's bei mir mit dem Geld. Jo, ich habe auch schon, wie gesagt, 150.000 für einen tollen Pizzaboy hingeblättert. Warum tut man sowas? Um 4 Score zu farmen. Ich meine, vorher hatte ich 50 Score, jetzt habe ich schon über 100. Oder irgendwie sowas. Gut, könnte man natürlich auch Kurier auf Devon Island machen. Ja. Wenn man sich ein Burrito vom Fort Carson spawnen, fährt da hin und dann macht man es auch. Eben. So habe ich das gemacht. Und jetzt mache ich eigentlich nur noch Army-Zeugs. Jetzt werden natürlich Leute, ihr könnt doch hier nicht... Ist das hier Start oder die Landebahn? Ich habe keine Ahnung. Aber mir kamen Leute entgegen. Rumheulen. Der Army bringt doch gar nicht... Wow. Alter, Satellitenschiff. Bringt doch gar nicht so viel Geld. Und Cargo-Jobs sind doch viel besser und... Muss nicht immer so viel sein. Nö. Ich krieg von der Airline dazu, von daher reicht mir das. Jawohl. Ich krieg auch ein bisschen Airline-Bonus, was wir uns jetzt mal angucken. Hardy, you are a good pilot. Very good pilot. Aha, okay. Yes, you have... What? You need to be in your starting vehicle to finish your mission? Ja, Hardy, tja. Das war wohl Ninja-Move. Jemand hat sein Flugzeug ausgewechselt, während du geflogen bist. War das dein Schamal, die ich hier gerade geklaut habe? Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht, aber ich muss mal sagen, so wird das echt nichts. Ja. Also Leute, kannst ich weiß nicht. /Stopwork oder /S machen? Weiß ich nicht. Und dann nochmal... Jupp, 3000 hat's mich gekostet. Ja, ist jetzt nicht so, dass... Und mich hat einer aus meiner Schamal rausgehauen. Das sehe ich aber eher nicht so. 3000 kannst du ja wohl verkraften. Jupp. Also bei meinen 1,1 Millionen, die ich im Moment habe und fürs Haus weiterspare. Ja, okay, ich würde sagen, einen machen wir noch. Er fliegt mir hier schon hinterher. Okay, leave if you want. Ja, da war gerade wieder dieser tolle Wechsel bei mir. Jo, bei mir auch. Ach, da unten bist du ja. Ich lande mal bei dir. Was? Wo, wer? Der Landing Stay über dir. Ich sehe dich nicht. Ah, da, hallo GP. Oh, Katze. Kann ich mal zwischenlanden für euch? Miau. Da fliegt Lol, hier will einer 40k wieder und einer nur so, was für 40k? Du kriegst hier gar nichts wieder. Oh, GP. Erschreck mich doch nicht so. Kannst du nicht springen. Muss jetzt einfach mal sein. Ach, ich muss hier direkt auf dem Fahrstuhlgelände landen.
Yay. Das ist der beste Airport, den ich hier gesehen habe. Nichts gegen Ja. den Airport, aber irgendwie ist die Location ein bisschen fail. Ich sag ja schon, er ist Zumindest wenn man Freund die der Story Al-Qaeda kennt. Company. Hallo, Airline-Filme. lass mich. Lass mich Oha. bloß in der Al-Qaeda Airline sein. Hat mir immerhin 23.000 gerade gebracht. Jo, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel ich gekriegt habe, weil ich ja nichts gekriegt habe. Bisschen Jo, doof. gefailt. Ich muss zu Montesano Island Gate 2. Ich muss zu Arecibo Teleskop. Ah, wir Aha, lieben okay. die ausländische Sprache. Ja. Nicht! Nein. Diese Namen sind teilweise echt schön. Ja. Irgendwo war da sogar, glaube ich, ein russischer Name oder was auch immer dazwischen. Wo du ja Hadi, Zunge nicht good nur brichst. Roleplay. Bad. Ist das jetzt eine Frage? Hadi, have good Roleplay. Cool. Das gibt einen Ach Keks, Hadi. so, ja, ich weiß warum. Ja, weil ich diesen Linien hinterher gefahren bin, die da auf dem Airport waren. Ja. Ja, nu. Muss man dann schon mal ein bisschen drauf achten, wenn der Chef dabei ist, ne? Muss ja alles Ja. seine Ordnung haben. Weißt du, mich interessiert's nicht. In die Hydra passt eh kein zweiter. Ja, eben. Yay, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Roleplay-Regeln, was so Pilot-Server angeht, habe, finde ich das Weißt du, ganz eine dufte Sache. zweiten Sitz ist mein Teddy, weißt du, da passt eh keiner mehr rein. Ja, meine erste Landung war sowieso so brachial, ey, das war nervenzerreißend. Ach ja, rückwärts Kopf über Ja, und mit einer 90 Grad Hand. Neigung. Mit dem kleinen Finger habe ich das gesteuert. Ja, machst du doch mit links, im wahrsten Sinne des Wortes. Nö, ich bin Rechtshänder. Hey. So, erstmal gucken, wo ich hier anfliegen kann. Yay, ich weiß, von wo ich anfliegen kann. Das ist immer gut. Sprich nach Westen. Who's breaking the rules? I don't know, man. I don't know. Ich? Weißt du nicht? Ich kenne da Wahrscheinlich. ein paar. Ich bin's nicht. And Ich no one. nicht. Einer schreibt, Oh. der Chef schreibt nur so no one. Wow, 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 wow. Ich muss ja hier hin. Oh, nice Airport. Boah, der Airport ist klein. Ne, da muss ich nochmal anfliegen. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Das ist aber ein schöner Airport. Montesano Island Direkt Gate am 2. Strand. Try 2. Kannst ja merken. Na. Arecibo Teleskop ist wirklich gut. Das ist echt schwierig hier zu landen. Also Das ist wirklich das. richtig schön gemachte Sachen dabei. Ja, auch so kleine Inseln gefallen mir gut, auch wenn es da ein bisschen extrem schwer zu landen ist. Bin viel zu schnell. Es muss ja nicht immer gleich eine komplett neue Welt sein. Ist so. Ja, sagt der Ich Richtige, bin ne? zu schnell. Ich fliege jetzt nochmal von weiter hinten an. Aber naja gut, lieber dreimal anfliegen, anstatt einmal gegen den Zaun geklatscht und tot mit dem Prüfer. So muss das sein. Es ist jetzt eigentlich nicht so mein Lieblingsvorhaben, den Prüfer umzubringen. Wie weit hast du es denn noch? Eigentlich bin ich schon fertig. Er hat gesagt, ich kann jetzt leaven, aber ich habe gesagt, eine Mission mache ich noch und danach beende ich dann auch den Part. Weil wir sind ja immer noch in der Okay. Aufnahme. Was ich Ja, zwischenzeitlich ist auch mir schon klar. verchecke. Ja, komm. Ich brauche nämlich noch 500 Meter. Ich Ja. muss nämlich auf den What the fuck Ich Santa hätte auch eigentlich Marina von der Beach anderen Seite, glaube landen. ich, landen müssen. Oder? Nein. Ich muss tatsächlich auf dem Presiberg Yay! I landen. did it! Also, wie soll ich denn da landen? Das habe ich mir auch gerade gefragt, weil der Airport ist echt ganz Das ist schön ja nicht mal ein tiny. Airport. Das ist allerhöchstens ein Landeplatz für Spielzeug-Helis. Yay. But you cut off the profits and earn. Ah, okay. Cool. Und da gehe ich jetzt auch durch die Linie. Eis. So, erstmal fragen. Na. Erstmal gefragt, ob ich offline gehen darf. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen weiter hinten parken. The permission asks here. Wir sind ja auf YouTube und so. Yes, you are. Also, habt ihr mal ein bisschen so geguckt, wie so der Tag in. Der Ablauf so eines Tages in einer Airline ist coole Sache auf jeden Fall. Könnt ihr euch den Server gerne mal anschauen. Auf jeden Fall.
Ah ja, er schreibt mir gerade, ob ich brauche nicht fragen, aber es war halt gerade der Prüfer dabei, da wollte ich vielleicht noch eben fragen. Ja. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part und ja, schaut auf jeden Fall bei GP vorbei, ist ja in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, du darfst dann auch noch Tschüss sagen. Ja, tschüss. Ja, und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.